Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu euren Sternzeichen-Readings. Ja, wie ich ja in den letzten Vollmond-Readings angekündigt habe, mache ich dieses Mal ein kurzes Reading für alle Sternzeichen aus dem ganz einfachen Grund, dass im Dezember ja ein großer Energiewechsel stattfindet, dass wir ins Wassermann-Zeitalter eintreten. Das heißt, dass jeder von uns mehr oder weniger in eine neue Energie kommt. Und das möchte ich gerne für euch im einzelnen Sternzeichen abklappern. Bevor ich jetzt aber auf die einzelnen Legungen eingehe, noch kurz ein, zwei Sachen vorneweg. Zum einen biete ich meine Zusatzvideos künftig nicht mehr über Vimeo an, sondern über einen anderen Anbieter. Das ist aber ganz einfach. Ihr müsst da euch nirgends mehr anmelden, in kein Portal oder so. Ihr klickt auf den Link, dann kommt ihr auf eine Seite, da gebt ihr eure E-Mail-Adresse an. Ihr könnt weiterhin mit PayPal und mit Kreditkarte bezahlen, genauso wie bei Vimeo auch. Und dann werdet ihr direkt zu dem Video weitergeleitet. Dieses Video kauft ihr, das heißt, das könnt ihr so oft und so lange ihr wollt anschauen. Außerdem stehen alle Zusatzvideos mittlerweile kostenlos, was heißt kostenlos, stehen mittlerweile alle Videos auf meinem Patreon-Channel zur Verfügung. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was Patreon ist, ihr findet unten in der Infobox einen Hinweis, was ihr auf meinem Patreon-Channel findet und wie ihr da beitreten könnt. Genau. Dann noch, wie immer, spür in dich hinein, ob du dich in dieser Legung wiederfindest. Und wenn nicht, dann ist es einfach die Botschaft für jemand anderen da draußen. Man sollte sich nie in ein Video hineinschustern oder in ein Reading hineinschustern, wenn es nicht zu seiner aktuellen Situation passt. Gut, so viel vorneweg. Ich fange jetzt an. Wir hören uns gleich. Hallo, meine lieben Wagen, und herzlich willkommen zu eurem Energiewende-Special. Ich möchte jetzt als erstes gerne mal eine Hauptenergie aus meinem Psychic Tarot of the Heart für euch ziehen. Und dann schauen wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Aber wie immer, meine lieben Wagen, spür in dich hinein, ob du dich in dieser Legung wiederfindest. Und wenn nicht, wenn du dich in dieser Botschaft gar nicht wiederfindest, dann schalt das Video aus. Dann ist es die Botschaft für irgendeine andere Waage da draußen. So. Dann schauen wir mal. Liebes Universum, ich hätte gerne eine Botschaft für meine Wagen zu dieser Energiewende. Well-deserved reward. Also der wohlverdiente Lohn bzw. der wohlverdiente Ausgleich, das ist schon mal schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Lieben, das ist auch eine Gerechtigkeitskarte und das ist ja eure Energie. Ich muss ganz kurz schauen, was rot ist. Ich glaube, rot sind die Münzen, das wären die neuen Münzen. Ja, sind die Münzen. Okay, meine Lieben, die neuen Münzen. Ich glaube, ihr wart sehr, sehr, sehr fleißig, an euren eigenen Themen zu arbeiten und euch von euren eigenen, ja, von euren eigenen Dämonen zu lösen. Ihr seht, steht sehr selbstständig und sehr selbstbewusst und sehr unabhängig da. Genauso steht er nämlich hier auf seinem Block. Und ich glaube, in diesem Zustand der neuen Münzen, ja, bekommt ihr auch diesen well-deserved reward. Interessant. Okay, liebes Universum, eine Botschaft für meine Wagen zu dieser Energiewende. Ja, meine Lieben, nochmal eine Karte, die eure Energie repräsentiert, die Herrscherin. Herrscherin ist Venus-Energie. Venus ist ja euer Herrscherplanet. Ihr dürft empfangen. Ich glaube, ihr wart fleißig und ich glaube auch tatsächlich, dass ich hier mit den neuen Münzen, das ist meine Single-Karte, wahrnehme, dass ihr, glaube ich, auch eher allein unterwegs wart dieses Jahr. Und nun dürft ihr empfangen. Und ich glaube, Liebe, ehrlich gesagt. Oder was auch immer du dir wünschst. Ich glaube, Liebe. Ich glaube, dass hier eine Verbindung auf dem Tisch liegt. Eine feste Partnerschaft. Der Tod. Der König der Münzen. Hier kommt eine Veränderung. Und ich glaube, die Veränderung wünscht ihr euch auch. Eine große Veränderung. Möglicherweise ist hier auch eine Beziehung zu Ende gegangen. In jüngster Zeit oder vielleicht auch schon länger her. Mit dem Hierophanten und dem Tod. Ich glaube, was auch immer. Ich wollte eine Klärungskarte zum König der Münzen und es fällt der Page der Kelche. Meine Lieben,
Ihr habt einen großen, großen Zyklus abgeschlossen. Möglicherweise liegt hier auch wirklich das Ende einer Verbindung hinter euch, ne? Single-Karte, das Ende einer Ehe möglicherweise für manche von euch. Aber ich glaube, der Reward, also der Lohn, ist hier dieser König der Münzen, der hier auf euch zukommt. Weil ihr in dieser, ja, ich öffne mich wieder für die Liebe, ich bin empfangsbereit und ich glaube, genau das ist der, ja, ist diese Belohnung, die hier auf euch wartet. Ein Mensch, der da in euer Leben kommen möchte. Ich hätte gern noch eine Botschaft hier zur Herrscherin. Eine Botschaft hier zur Herrscherin. Eure Karte, meine Lieben, sehr schön. Die Gerechtigkeit, die fünf Stäbe, ja, die drei Kelche. Ich glaube, ihr bekommt wirklich das, was ich hier gerade gesagt habe. Gerechtigkeit, Ausgleich, Balance, für die Konflikte, die es da gab. Ich nehme es wirklich so wahr, als würdet ihr eine Belohnung bekommen. Meine Lieben, eine Belohnung, die euch glücklich macht. Neue Menschen möchten auf euren Weg kommen. Ihr habt diese konflikthaften Energie hinter euch gelassen. Ihr habt das bereinigt, ihr habt das geklärt. Ihr steht super da und das Universum führt euch jetzt neue Gelegenheiten zu, neue Menschen, neue Freunde möglicherweise auch. Warum liegen die drei Kelche hier für meine Wagen? Das, was ihr euch wünscht, wirklich, ich habe das Gefühl, eure Schiffchen laufen hier in den Hafen ein. Ihr müsst nur die Augen offen halten. Ihr müsst nur in diese Empfangsenergie kommen. Ihr steht super da, ne? Hier fallen beide Karten, die euch repräsentieren. Warum liegt der Tod hier, liebes Universum? Warum liegt der Tod hier? Ja, wundervoll. Meine Lieben, wow. An der Unterseite des Decks die Liebenden. Wir haben ja jetzt den Vollmond in den Zwillingen am Montag, der diesen energetischen Wendepunkt so ein bisschen ja, symbolisiert. Und ich glaube tatsächlich, hier gingen Beziehungen zu Ende. Möglicherweise Ehen zu Ende. Ihr habt vielleicht auch wirklich gebraucht, da loszulassen, die Konflikte zu klären. Das kann auch wirklich eine Scheidung sein. Möglicherweise seid ihr durch eine Scheidung gegangen. Aber was jetzt auf euren Weg kommen will, meine Lieben, die Liebenden, ist mehr. Eine andere Form von Liebe, eine andere Form von Verbindungen. Das Universum bringt euch auf Kurs und das ist sehr interessant, weil die Liebenden fallen in fast jede Legung und wir haben ja den Vollmond in den Zwillingen. Das Universum bringt uns auf Kurs und ich glaube, es bringt hier einen Menschen auf euren Weg, auf euren Kurs, weil ihr, ja, weil ihr jetzt frei seid. Ne? Die neuen Münzen, ihr seid jetzt frei, ihr seid empfangsbereit und jetzt bringt das Universum auch das, was hier empfangen werden soll. Neue Verbindungen. Ich habe das Gefühl, hier möchten neue Menschen in euer Leben kommen und die Dinge, auf die ihr gewartet habt oder die Dinge, die ihr manifestiert habt, die werden jetzt hier mit dem König der Münzen auch wirklich greifbar. Die finden in der realen Welt statt. Ich glaube, meine Lieben, hier kommt eine neue Liebe. Besser als das, was da vorher war. Der Lohn für eure harte Arbeit. Schön. Gut. Meine Lieben, ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading. Beziehungsweise auch die Info zu Patreon, wo alle meine weiterführenden Readings zur Verfügung stehen. Für diejenigen, die sich dieses Zusatzvideo aber nicht anschauen. Das, was du verdient hast und das, wonach oder das, woran du, glaube ich, auch wirklich jetzt lange gearbeitet hast, weil du diese ganzen Konflikte geklärt hast, weil, ja. Weil du zur Ruhe gekommen bist. Hier kommen neue Gelegenheiten, hier kommen neue Menschen, hier kommen neue Verbindungen. Das Universum bringt dich auf Kurs. Deswegen glaube ich, kannst du diesem Energiewandel oder dieser Energiewende hier sehr positiv und zuversichtlich entgegenstehen. Dich öffnen für die Liebe, dich öffnen für das, was da kommen will, denn es kommt. Gut, meine Lieben, vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Ciao, ciao.